Hey, ihr kennt das sicherlich auch. Ihr habt einfach so ein paar Dateien, die ihr zugesandt bekommen habt oder von eurer Digitalkamera und die haben alle ganz tolle Bezeichnungen, nämlich welche, die man gar nicht versteht. Ich zeige euch in dem Video, wie man nicht jede Datei einzeln umbenennen muss, sondern alle Dateien auf einmal. So, also, als Ausgangslage gehen wir davon aus, dass wir einfach irgendwelche Dateien haben, die wir zugesendet bekommen haben. Das sind in dem Fall jetzt mal Bilder und ich würde die gerne irgendwie umbenennen, dass ich verstehe, was da überhaupt drauf zu sehen ist. Hier ist zum Beispiel meine Tochter drauf zu sehen. Dementsprechend würde ich gerne die Bilder irgendwie Ava nennen. Ich kann jetzt hergehen und sagen, okay, diese Datei heißt jetzt Ava 001. Nehmen das hier alles weg. So, dann gehe ich zur nächsten und mache das da wieder. Das ist ganz schön und gut, aber irgendwie ein bisschen sehr aufwendig. In macOS X gibt es aber eine tolle Funktion. Man kann nämlich mehrere Dateien gleichzeitig umbenennen. So, dazu müssen wir alle Dateien, die wir umbenennen wollen, einmal markieren. Und dann gibt es hier im Auswahldialog den Punkt Umbenennen. Da steht jetzt sechs Objekte, weil ich halt sechs Bilder habe. Und da gibt es jetzt zahlreiche Einstellungen, was man machen kann. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Text ersetzen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte diese 2015 ganz am Anfang durch irgendetwas ersetzen, zum Beispiel durch Doc oder durch Ava. Dann würden die Bilder halt entsprechend die Namen neu so aussehen. Ava unterstrich, ich kann mal wegnehmen, Ava 0328 irgendwas. Und falls wir die 2015 natürlich immer noch brauchen, schreiben wir die wieder dazu. Dann heißt es Ava 2015 irgendwas. Damit kann man ein paar Sachen machen und sich irgendwelche tollen Sachen ausdenken. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man Text zum Dateinamen hinzufügt. Der wird dann entweder nach hinten gestellt oder nach vorne gestellt. Auch hier könnte ich meine Ava da irgendwie reinkriegen. So, und dann gibt es noch einen weiteren Dialog, den ich gut finde. Da kann man nämlich alles Mögliche machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne einen Zähler hinzufügen und sage dann Ava Strich und dann den Zähler. Der soll nach dem Namen beginnen und mit 1 starten. Ja, man kann auch noch ein Datum hinzufügen. Das finde ich jetzt aber persönlich nicht so toll. Oder auch ein Index. Ich bleibe mal beim Zähler nach dem Namen und der soll mit 1 beginnen. Dann drücke ich einfach hier umbenennen und schon sind alle Dateien, die ich markiert habe, umbenannt. Und das kann man natürlich nicht nur für 6 machen, sondern auch für 200 oder für 2000. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, dass ihr es liked und teilt. Falls ihr Fragen habt zu anderen Themen oder auch zu diesem Thema, schreibt die doch bitte einfach in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Geekovation Channel zu abonnieren.